Dann habe ich gedacht, das passt perfekt. Hallo, liebe Bücherwürmer. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was anderes für euch im Video. Viele von euch fragen mich nach Cosplay-Detail-Videos. Und ich habe auch mitbekommen, dass wenn ich Perücke trage, oft viele Leute maximal verwirrt sind. Ich kriege dann oft Rückmeldungen dazu. Und ihr hattet mich ja auch mal gebeten, ein bisschen mehr aus meinem Cosplay-Fundus zu zeigen. Einige von euch fragen nach Tipps und Tricks. Und da kam Dona Love her gerade richtig. Ich möchte euch heute nämlich so ein kleines Perücken-ABC präsentieren und euch mal zeigen, was man beim Kauf einer Perücke alles so beachten muss und vor allem, wie man so eine Perücke überhaupt aufzieht und ja, wie man generell mit so Perücken umgeht. Ich durfte im Shop bei Dona Love Hair ein bisschen stöbern und mir eine Perücke aussuchen. Dieses Video ist also in Kooperation mit Dona Love Hair entstanden, also vielen Dank nochmal an Dona Love Hair da draußen. Als ich dann so ein bisschen im Shop gestöbert habe, habe ich auch wahnsinnig viel Rücksprache mit meiner Freundin Yavanna gehalten. Die ist nämlich Friseurin. Und auf Yavanna komme ich eigentlich immer zu, wenn ich noch so ein paar Fragen zu Perücken oder zu Farben bei Perücken habe. Weil sie als Friseurin kann natürlich ein bisschen besser einschätzen, was als Farbe echt aussieht, wenn man irgendwie eine echte Haarfarbe haben möchte, als ich. Ich bin ja nur Laie. Ich wollte eine Perücke mit langen, blonden Haaren. Die sollte so ein bisschen aschig sein und möglichst wenig Gelbstich haben. Ich suche nämlich schon seit Jahren nach so einer Perücke. Und jetzt, wo ich meine Haare abgeschnitten habe, suche ich natürlich noch ein bisschen dringender nach so einer Perücke. Weil ich nämlich jetzt mit der Frisur beispielsweise Charaktere wie Elsa aus Frozen oder Daenerys aus Game of Thrones nicht mehr cosplayen kann, ohne eine Perücke zu benutzen. Und bei blonden Perücken ist es eh immer wahnsinnig schwierig, was qualitativ Gutes zu finden. Demnach bin ich immer erstmal skeptisch bei blonden Perücken. Meistens sehen die nämlich total unecht aus oder haben so einen krassen Gelbstich, dass man denkt, hey, das sind aber gelbe Haare und keine blonden Haare. Ist ja auch okay, wenn man gelbe Haare möchte, aber ich wollte eben ein natürliches Blond. Entschieden habe ich mich dann für die Perücke namens Grau Hüftlänge Wellig Synthetische Lace Perücke SNY067. Die Bilder, die ihr hier an der Seite seht, sind die, die angezeigt werden, wenn man sich die Perücke mal ein bisschen genauer anschaut. Aktuell kostet die Perücke 104,65 Euro. Das ist schon ein ziemlich hoher Preis. Und damit ist das auch die teuerste Perücke tatsächlich, die ich besitze. Aber bei einer blonden Perücke wollte ich halt wirklich was Hochwertiges haben. Und die Bewertungen von dieser Perücke waren auch allesamt ziemlich gut. Also habe ich mir gedacht, dann nehme ich die, wenn ich mir schon eine Perücke aussuchen darf. In der Beschreibung steht, die ist 65 cm lang. Also ist sie eigentlich perfekt, um Figuren mit langen Haaren zu cosplayen. Die Haarfarbe steht hier als Nummer 16 Schwarz-Honigblond. Keine Ahnung, was das für ein Übersetzungsfehler ist oder so, aber die Perücke ist weder schwarz noch honigblond. Die Perücke ist eine Lace-Front-Perücke. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich, wenn ich ausgepackt habe, nochmal genauer. Wichtig war mir auch, dass die Perücke hitzebeständig ist. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr eure Perücke noch ein bisschen stylen wollt. Wenn ihr also nicht eine fertig gestylte Perücke kauft, sondern wenn ihr beispielsweise ein Cosplay habt, wie in dem Fall Elsa. Die hat ja einen Zopf, man muss die Haare noch so nach hinten machen, ein bisschen topieren. Man muss einfach ein bisschen mehr damit arbeiten. Und meistens kann man da ganz gut den Föhn für benutzen. Aber dafür ist es immer ganz wichtig, dass die Hitze standhält. Ansonsten schmilzt euch die Perücke nämlich weg. Außerdem handelt es sich bei dieser Perücke um eine synthetische Perücke. Es gibt Echthaarperücken und es gibt synthetische Perücken. Im Shop von Dona Love Hair könnt ihr auch Echthaarperücken kaufen, wenn euch das lieber ist. Aber die sind natürlich um ein Vielfaches teurer. Für den Cosplay-Bereich reicht es auf jeden Fall, mit synthetischen Perücken zu arbeiten. Bevor ich euch jetzt aber noch weiter volllabere, zeige ich euch hier mal meine Bestellung. Die kam ziemlich schnell an, da war ich selber überrascht. Und wir gucken uns jetzt mal an, was alles in dem Paket ist. Ich habe natürlich schon gelünkert, weil ich es einfach nicht abwarten konnte. Aber ich habe alles nochmal original verpackt so gelassen, damit ihr seht, wie die Bestellung, falls ihr da mal bestellen wollt, ankommt. Also natürlich als erstes sieht man hier die Perücke, aber neben der Perücke sind noch ein paar andere Sachen in der Kiste,
nämlich einen Kamm. Und das finde ich total geil, dass Donna Lafay extra eine Bürste mitliefert, die quasi nur für diese Perücke ist. Ich habe nämlich das Problem, dass ich noch keinen Perückenkamm besitze, beziehungsweise keine Bürste nur für meine Perücken. Ich habe immer meine eigene genommen und dann muss man dann natürlich Haare rausfiltern bis zum geht nicht mehr und entdeckt manchmal selber dann irgendwie Tage später noch braune Haare in seinen eigenen Haaren, weil man sich die Haare damit gekämmt hat. Tada, so sieht sie aus. So ein bisschen wie so eine Pferde- oder Hundehaarbürste. Dann gibt es hier noch eine Wig Cap. So, und diese sogenannten Wig Caps, die braucht ihr, um eure Perücke überhaupt aufzuziehen. So sieht das Ganze aus. Ah. So, es gibt verschiedene Wig Caps. Man kann die sich beispielsweise selber machen mit einer Strumpfhose oder eben relativ günstig solche Wig Caps kaufen. Ich finde es sehr cool, dass dazu extra welche geliefert werden. Und vor allem in so einer helleren Farbe, die passt halt perfekt zu meiner Haut. Das heißt, selbst wenn die durchblitzt, sieht man die nicht ganz so krass. Ich habe nämlich einige dunkle Wig Caps und da sieht man das eigentlich relativ häufig, wenn die Perücke mal so ein bisschen verrutscht. Prinzipiell kann man die sich einfach aufziehen und dann nimmt man dieses dickere Ende und zieht es so rüber und kann die Haare dann so da reinstecken. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, es sei denn, ihr habt extrem kurze Haare. Je länger eure Haare sind, desto schwieriger ist es natürlich, die unter die Perückenkappe zu bekommen. Und wenn eure Haare sehr dick sind, dann ist es auch natürlich ein bisschen komplizierter als bei mir jetzt mit meinen dünnen Fisselzahren. Gerade bei Locken und bei dickem Haar gibt es den Trick, dass man die Haare hier hochnimmt, eindreht und dann einfach in so einem Knäuel am Kopf wegsteckt. Also wenn ihr besonders dickes Haar habt, dann würde ich euch das empfehlen zu machen. Ihr nehmt dann einfach so eine Haarklammer und steckt das hier durch. Aber da ihr das hier bei mir seht, bei mir funktioniert es nicht, da ich einen stufigen Haarschnitt habe. Ich mache immer Folgendes. Ich teile meine Haare so in zwei Partien ein und dann flechte ich einfach zwei Zöpfe. Das muss auch nicht besonders ordentlich sein, es geht nur darum, dass ihr das nachher feststecken könnt. So reicht quasi schon. Und das macht ihr dann auch mit der anderen Seite. Ich mache mal ganz einfach so ein Haargummi rein. Das war's dann auch schon. Dann seht ihr zwar erstmal aus wie Pippi Langstrumpf, aber das ändert sich jetzt noch. Ihr nehmt nämlich dann einfach die Zöpfe und macht sie oben hier fest. Und den anderen kann man beispielsweise hinten rum machen. So mache ich es zumindest immer. Es gibt natürlich noch tausend andere Varianten. Und das hier ist bestimmt auch nicht die professionellste Art und Weise. Aber ich habe festgestellt, für meine Haare ist das die beste Variante. Dann nimmt man auch wieder einfach die Wig Cap und zieht sie drüber. Ich ziehe sie immer so ein bisschen übers Gesicht, weil dann kann ich sie so ein bisschen höher ziehen. Und nehme damit alle Haare mit, die möglicherweise noch im Gesicht sind. So, und ich ziehe das dann auch immer hier so ein bisschen hoch. Über die Ohren natürlich, nicht vergessen. Alle Haare, die ihr noch irgendwie findet, da reinquetschen. Mir ist es halt leider so, dadurch, dass ich eben diesen stufen Schnitt habe, fallen mir häufig Haare so an der Seite noch raus. Die muss ich dann da so ein bisschen drunter quetschen hinten. Ja, dann zieht ihr das einmal hier so ein bisschen hoch, bis eure Haare quasi am Haaransatz knapp rausgucken. Man kann, wenn man möchte, dann noch hier so Haarspray drüber machen. Da ich meine Haare heute frisch gewaschen habe und nicht die absolute Wig-Cap-Frisur nachher haben möchte, lasse ich das jetzt erstmal so. Aber normalerweise, wenn ich den ganzen Tag im Cosplay unterwegs bin, den ganzen Tag die Perücke trage, mache ich normalerweise hier immer noch so Haarspray drüber und streiche die Haare dann so ein bisschen nach hinten. Und jetzt wollen wir uns finally auch mal die Perücke ansehen, die ich mir da besorgt habe. Erstmal das Netz hier abmachen. So, man sieht es schon schön lang ist sie. Ihr seht jetzt, die Perücke ist super schön lang. Das finde ich immer sehr gut, wenn sie dann auch tatsächlich so lang ist. Ich könnte jetzt natürlich ein Lineal holen und mal messen, aber ganz ehrlich, die ist so schön lang, das ist mir egal, ob es jetzt 60 cm oder 70 sind oder ein paar weniger. Und diese Perücke kommt bereits mit Wellen, beziehungsweise mit ein paar so feinen Locken. Das ist auch ziemlich super für das, was ich haben wollte, weil diese Perücke soll unter anderem für Elsa sein und auch für Daenerys. Und genau diese Charaktere haben eben leichte Wellen. Da wäre es jetzt schade, eine glatte Perücke zu bestellen und dann noch Wellen reinmachen zu müssen. Nun, einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, was dieses Teil ist, was hier vorne dran ist. Seht ihr das? Das ist nämlich wie so eine Art Netz. Und da kommen wir auch zu dem Begriff Lace Front. Wie ihr seht, sieht man diesen Haaransatz ziemlich fein. Also es gibt Perücken, die haben einen Pony. Die sind dann eben dafür, dass der Pony einem schön ins Gesicht fällt. Da braucht man keine Lace Front, weil man ja sowieso Haare im Gesicht hat. Es gibt aber auch Perücken
ohne Lacefront, die keinen Pony haben. Und da sieht man meistens richtig krass, dass es sich eben um eine Perücke handelt und kein natürliches Haar ist, weil die Haare einfach meistens ganz straight so auseinandergehen und der Ansatz nicht besonders gut gefertigt ist. Und daran kann man eben erkennen, ist eine Perücke. Kann man im Cosplay so machen, wenn man es beabsichtigen möchte. Für Charaktere, bei denen man eben nicht sehen soll, dass das eine Perücke ist, ist es natürlich besser, sich so eine Lacefront anzuschaffen. Berechtigterweise werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was will man denn jetzt mit diesem ganzen Zeug? Das muss man erstmal abschneiden. Ich würde euch empfehlen, mit so einer kleinen Nagelschere zu arbeiten, weil dann habt ihr wirklich die Sicherheit, dass ihr nichts von der Perücke abschneidet. Ihr müsst jetzt nämlich quasi mit dieser kleinen Schere ganz an der Seite der Lacefront ranschneiden. Das ist der Step, der mir persönlich immer am meisten wehtut, weil ich Angst habe, dass ich in die Perücke reinschneide. Aber prinzipiell könnt ihr da gar nicht so viel falsch machen. Ich empfehle euch dafür, euch in Ruhe hinzusetzen und es in Ruhe zu schneiden. Und genau das mache ich jetzt auch mal. So, ich habe die Lace jetzt mal abgemacht und ihr seht, das bleibt ungefähr übrig. Und wenn ich euch jetzt mal den Ansatz zeige, seht ihr, dass man davon kaum noch etwas sieht. Also wahrscheinlich seht ihr es nicht. Das war quasi da, wo vorher die Lacefront war. Und so sieht es innerhalb von der Perücke aus. Dieses Muster sieht man nachher natürlich nicht. Man hat hier so ein paar Kämme, da kann man dann nachher perfekt die Perücke in den eigenen Haaren feststecken. Und man hat auch noch hier so verstellbare Schlaufen. Das heißt, wenn man einen besonders großen Kopf hat, kann man die anpassen. Wenn man einen besonderen kleinen Kopf hat, kann man die Perücke beispielsweise enger machen, sodass sie nicht vom Kopf rutscht. Und wir wechseln jetzt mal rüber zu meiner Perückenstation. Ich werde diese Perücke nämlich jetzt erstmal auf den Perückenkopf stecken und durchkämmen. Herzlich willkommen an meinem Perückenarbeitsplatz. Ich habe meine Perücke jetzt hier mal so aufgebockt. Das ist einfach nur eine Halterung für die Perücke. Ich nehme mal die Haare weg, dann seht ihr es wahrscheinlich auch besser. Die finde ich immer ganz, ganz praktisch, um sie an den Tisch zu machen, weil wenn man den Perückenkopf einfach nur hinstellt, dann wackelt euch das die ganze Zeit rum. Und ihr kriegt es nie hin, vernünftig eine Perücke zu stylen. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Tipp, wenn ihr irgendwie wissen wollt, was man sich gut kaufen kann. Ich mache meine Perücke immer mit einfach so ein paar Nadeln fest, einfach so Nähnadeln. Am besten welche, die noch irgendwie ein paar Nippel haben, damit sie euch nicht wegrutscht. Weil das, was ich jetzt machen möchte, ist einfach erstmal die Perücke kämmen. Hier seht ihr das jetzt definitiv auch noch mal ein bisschen besser mit der Lace. Man kann sie kaum sehen und das ist immer ein gutes Zeichen für eine schöne, hochwertige Lace-Front-Perücke. Außerdem finde ich, dass sich das Haar ziemlich seidig anfühlt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich die Perücke anziehe. Wundert euch nicht, wenn eure Bürste nach dem ersten Kämmen so aussieht. Da fallen immer wahnsinnig viele Haare bei runter. Also keine Panik kriegen, das ist ganz normal. Ich habe meine Perücke jetzt erstmal hier so in die ersten Löcher reingesteckt. Mir ist das nämlich ein bisschen zu heikel, das schon zu eng zu machen, weil ich will ja nachher nicht eine mega enge Perücke aufhaben. Ja, und wenn ihr die Perücke dann durchgekämmt habt und zufrieden seid, könnt ihr sie aufsetzen. Ich zeige euch jetzt aber eben noch mal kurz, wie schön natürlich die Wellen hier aussehen, weil als ich sie ausgepackt habe, dachte ich schon so ein bisschen, oh wow, das ist ja schon ein bisschen krass künstlich mit den Locken. Aber jetzt, wo ich die richtig ordentlich durchgekämmt habe, bin ich super zufrieden mit dem Ergebnis. Oh, hier fallen schon wieder Haare runter. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich die Perücke von hinten nehme und mir dann mittig aufsetze. Das sieht jetzt erstmal natürlich ein bisschen seltsam aus. Man muss sie ein wenig zurechtzuppeln. So, und ich habe jetzt gemerkt, ich muss die Perücke auf jeden Fall enger ziehen. Also ziehe ich sie nochmal ab. Dazu nehme ich dann einfach hier wieder diese Dinger und setze das Ganze ein bisschen enger. Dann passt die Perücke nämlich auch besser und fällt euch nicht vom Kopf. Vor allem, wenn ihr einen Charakter macht, der headbangt, ist das natürlich praktisch. Und dann einfach nochmal das Gleiche aufsetzen. Jetzt passt es schon viel besser. Und meistens hat die Perücke hier so zwei Seiten. Das seht ihr einmal hier und einmal hier. Und diese Zipfel haltet ihr einfach fest und zieht die so ein bisschen gerade zu den Ohren. Und dann wisst ihr, dass die Perücke richtig sitzt. So sieht das Ergebnis jetzt erstmal aus. Ich habe natürlich noch ein bisschen gezuppelt und nochmal durchgekämmt, dann am Kopf, damit die Locken noch ein bisschen schöner liegen. Aber ihr könnt ja schon mal schauen. So sieht es von der Länge her aus. Ziemlich krass, oder? Also die Länge ist echt super perfekt, um so eine Disney-Prinzessin zu machen. Oder eben jemanden wie Daenerys. Ihr seht jetzt aber auch am Ansatz, also gerade wenn ich hier die Haare mal so hochnehme,
dass es natürlich noch null sitzt. Und das liegt eben daran, dass die Perücke noch nicht festgeklebt ist. Bevor ihr jetzt aber auch einen Kleber rausholt, lasst euch eins gesagt sein. Macht es nicht. Ihr könnt dafür entweder einen bestimmten Hautkleber kaufen. Ich arbeite mit Mastix. So sehen die beiden Mastix-Variationen aus, die ich habe. Der eine ist von der Marke Eulenspiegel und der andere ist von Kryolan. Seht auch schon, die waren beide mehrfach in Gebrauch. Ich nehme jetzt mal den etwas schöneren hier. Keine Sorge, der ist nachher natürlich durchsichtig. Erstmal muss man den aufkriegen. Das ist meistens schon eine Challenge für sich. Und dann nehmt ihr so eine Ecke. Macht es auf die Haut, wartet einen Moment und drückt es an. Ihr solltet dazu natürlich erstmal checken, ob ihr die Perücke richtig aufhabt. Weil wenn ihr die nicht richtig aufhabt, klebt ihr die nachher krumm und schief dran. Und wenn ihr einen Moment gewartet habt, seht ihr, dass das an der Haut festklebt. Und das macht ihr dann einmal all over. Wie bei allen braucht man auch dazu eigentlich ein bisschen Übung. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wenn man auch noch so ein bisschen Kleber auf der Stirn hat, kann man einfach mit einem Tuch so ein bisschen wegwischen. Die Perücke klebt wunderbar. Jetzt versuche ich das Chaos noch ein bisschen zu bändigen. Während ich jetzt hier noch so ein bisschen in meinem Haar rumkämme, nutze ich auch die Gelegenheit, um euch noch ein bisschen mehr über Synthetik und Echthaar zu erzählen. Das habe ich euch ja ganz zu Beginn gesagt, dass es sich hierbei um eine Synthetik-Perücke handelt. Auch vielen Dank nochmal an Javanna. Die hat das nämlich extra für euch nochmal so ein bisschen aufbereitet und mir genauer erklärt. Ich werde euch die Links zu ihren Kanälen auch nochmal hier einblenden. Synthetik ist halt prinzipiell Plastikhaar. Das wird schnell matt, das kann dann kraus werden. Ja, und man kann es auch nicht so super stylen wie Echthaar. Gute Synthetikprodukte kann man halt mit Hitze stylen. Das habe ich euch ja auch vorhin schon erklärt. Genauso wie diese Perücke ja auch Hitze ab kann. Wenn ihr jetzt eure Perücke mal waschen wollt, dann kauft am besten nur extra dafür geeignetes Perückenshampoo. Und man kann die auf so einem Perückenkopf dann einfach trocknen lassen. Aber allgemein gilt bei diesen Perücken, dass die Verarbeitung natürlich am wichtigsten ist. Also das kommt drauf an, wie viele Tressen drin sind. Tressen sind diese einzelnen Haarabteile, Partien. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man die Perücke umdreht. Wie lang sie ist, wie dick sie ist, ob sie einen Scheitel hat oder nicht. Und das entscheidet eben, wie die Perücke auch aussieht. Prinzipiell ist bei einer Lace Front natürlich auch der Vorteil, dass die viel atmungsaktiver ist. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr die Perücke aufzieht, dass da viel mehr Luft durchkommt. Echthaar dagegen ist meistens gespendet oder verkauft. Ich habe mir von Javanna sagen lassen, dazu muss ich mal kurz hier auf mein Handy linsen, damit ich es nicht falsch wiedergebe, das ist entweder asiatisches oder ost- bzw. europäisches Haar, selten auch südamerikanisches Haar und sehr häufig und daher günstiger indisches Haar. Das wird dort rituell gespendet an einen Tempel, der wiederum durch den Verkauf nach Europa und Amerika seine Ausgaben finanziert und die Armen versorgt. Also so viel dazu, was die Friseurin sagt. Die meisten anderen dagegen verkaufen ihr Haar, zum Beispiel aufgrund von Armut oder spenden es zum Beispiel für Kinderperücken. Das hätte ich nämlich total gerne gemacht, als ich meine Haare abgeschnitten habe. Aber die sind einfach so dünn und fisselig, das funktioniert nicht. Früher war bei Perücken echt Haar halt das Nonplusultra. Das sieht einfach eben am authentischsten aus. Und Leute, die häufig Perücke tragen oder eben ein möglichst natürliches Ergebnis haben wollen, wählen dann eben meistens eher Echthaar. Die ist auch ein bisschen leichter. Atmungsaktive, aber es bedeutet natürlich auch, man muss sie pflegen wie Echthaar. So sieht jetzt die komplett ungestylte Perücke aus. Die ist jetzt wirklich nur ein bisschen durchgekämmt, damit man das Chaos wenigstens beseitigen kann. Ich wollte schon immer genau so eine Perücke haben und bin mega happy damit. Und vor allem finde ich es eben schön, dass man am Ansatz kaum noch sieht, dass das eben eine Perücke ist. Also es ist schon, finde ich, für eine Lace Front eine ziemlich gut gearbeitete Perücke. Klar, man erkennt immer noch, dass es eine Perücke ist, weil ihr wisst ja auch, wie ich anders aussehe. Ich nehme jetzt mal alle Haare nach vorne, damit ihr seht, wie die komplette Perücke im ganzen Look aussieht. Die ist super lang, also ich stehe gerade tatsächlich auch auf Zehenspitzen. So heftig lang. Wuhu! Ich fühle mich ein bisschen wie Rapunzel. Das Erste, was ich übrigens dachte, als ich die Perücke das erste Mal aufhatte, ist, wow, ich sehe aus wie Lucius Malfoy. Also den könnte ich mit der Perücke natürlich auch cosplayen. All diese Möglichkeiten. Ich finde, die Perücke ist auch gar nicht so schwer am Kopf. Meistens hat man immer das Problem bei so langen Haaren gerade, dass man denkt so, oh mein Gott, wann kann ich diese Perücke endlich ausziehen? Aber eigentlich finde ich sie ganz angenehm. Ist natürlich klar, jetzt ist auch alles an meinem Kopf festgeklebt. Hier kann also auch absolut gar nichts mehr verrutschen. Und ich bin auch mit der Farbe total zufrieden, weil das wirklich so ein richtig schönes Weiß ist, ohne einen Gelbstich. Und ich würde sagen, ich verwandle mich jetzt mal in Elsa, damit ich auch sehen kann, wie die Perücke gestylt aussieht.
Das ist jetzt erstmal soweit mein Endergebnis. Ich bin ziemlich zufrieden damit, weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, dass ich Elsa auch mal vernünftig cosplayen kann. Ich wollte es ein bisschen lockerer haben, weil ich habe mich ja an dem Look aus Ralf Reicht, dem zweiten Teil, orientiert. Und da sind die Prinzessinnen ja alle so ein bisschen lockerer drauf. Deswegen ist der Zopf auch jetzt nur ganz locker und nicht großartig mega krass gestylt. Aber ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis und mit der Perücke. Falls ihr jetzt denkt, boah cool, das möchte ich auch gern mal ausprobieren. Oder falls ihr im Shop von Dona Love ein bisschen stöbern wollt, dann könnt ihr das auf der Website unter donalafair.de tun. Und die Leute von Dona Love Hair waren so nett und haben mir für euch noch einen 15% Rabattcode mitgegeben. Mit dem Rabattcode Liberiarium könnt ihr also für 15% auch ein bisschen Rabatt bekommen. Ja, mich würde es jetzt natürlich interessieren, was ihr so zu dem Video sagt, ob ihr mehr davon wollt. Weil ich versuche natürlich auch immer auf euch einzugehen und da es ein großer Wunsch war, mal ein bisschen mehr über meine Cosplay-Tipps und Tricks zu erfahren, habe ich gedacht, das passt perfekt. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Erstmal in der Nase kratzen. Wenn ich meine Fernbedienung jemals wieder finde. Ah ja, hier. Klasse, ich habe jetzt auch wieder überall Kleber an meinen Händen. Boah, praktisch, kann das an meinem Ringlicht abstellen. Oder wenn ich... Wow.